Fatih, neues Video zum Thema Hochdruckpumpe und Einbau eines Upgrade-Hochdruckpumpenstößels, zum Beispiel von Autotec. So, wir haben hier eine Hochdruckpumpe Golf 5, also EA113 Motor. Neue Pumpe, die wir umbauen mit dem Autotec-Kit. Wir verbauen eigentlich immer nur die Autotec-Kits, weil damit gibt es am wenigsten Probleme. Ihr müsst halt darauf achten, das A und O dabei ist einfach. Macht euch hier sauberen Platz, keine Späne. Wenn hier irgendwas reinfällt, hier in dieses, das ist ja ein ganz enges Spiel, wo der Kolben ja drin arbeitet. Da braucht ihr nur ein ganz kleines Fusselchen bei der Montage reinfallen und schon geht der Kolben kaputt. Schon habt ihr die Pumpe kaputt und ja, das gilt es zu verhindern. Ein Tipp zum Beispiel bei der Hochdruckpumpe selber, wenn ihr den Stößel mit, ihr müsst da die Feder an der Feder packen und den Stößel, wenn ihr das rausziehen könnt, dann ist es auch ein Serienstößel. Weil man sieht ja auch, wenn ich jetzt hier die Feder noch abmache, ihr seht ja, dass der Stößel hier dicker ist als der Serienstößel. Das ist ja das, was mehr Volumen hier ausmacht. Dann könnt ihr den nicht einfach so rausziehen. Den tun wir weg, den brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Feder brauchen wir auch. Pumpe machen wir in den Schraubstock rein. Ein paar Alubacken dazu. So, ja, jetzt braucht ihr eine 18er Nuss. Ich mache das immer hier mit meinem Ritschratsch, weil das geht einfach bequemer und schneller. Muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man beim Ansetzen nicht verkantet. Jetzt muss ich mein Magneti holen. Wo ist mein Magneti? So. Da ist natürlich jetzt ein Gewinde. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr beim Einsetzen nicht verkantet. Das legen wir mal vorsichtig beiseite, schön auf sauberes Papier. Hier ist der alte Stößel, den brauchen wir nicht, den legen wir weg. Der kommt später einfach in den Müll. So, jetzt kommt das Autotech-Kit rein, mit der kleinen Seite rein. Es geht auch gar nicht anders, passt auch gar nicht anders, drin. So, jetzt haben wir hier in dem Gerät, da ist ja der Wellendichtring. Das ist ja der Dichtring, der gerne kaputt geht, wenn die Pumpen sehr viel gelaufen haben oder wenn der Ölwechsel nicht oft genug gemacht wurde oder schlechtes Öl. Kann es passieren, dass der Simmering undicht wird und dann habt ihr Kraftstoff im Öl. Das führt dann wieder zum Lagerschaden, Motorschaden etc. pp. Deswegen tendieren wir eigentlich immer dazu, neue Pumpen zu nehmen, weil da seid ihr einfach auf Nummer sicher. Wir nehmen jetzt den Stößel hier von Autotec und müssen vorsichtig ein bisschen hin und her bewegen, dass wir durch den Wellendichtring durchkommen. Ja, muss da schon ein bisschen Gewalt aufwenden. Zack, ist drin. So. Man kann ein bisschen Sprit nehmen, um das zu schmieren, aber in einer neuen Pumpe ist immer Kraftstoff drin, in der gebraucht natürlich auch. Deswegen passt das so. Wenn wir dann so ein bisschen hin und her bewegen, merkt man auch, es geht ein bisschen stramm, aber es geht. So, jetzt nehme ich wieder meinen Ritschrad. Ich habe ein bisschen vorgedreht, damit das Gewinde sich schon mal gepackt hat. So, das reicht. Dann ziehen wir den wieder raus. Zack, wenn es nicht geht, wenn ihr den nicht rausbekommt, könnt ihr auch... Ich habe hier so einen etwas größeren Seitenschneider. Dann könnt ihr mit dem Seitenschneider hier vorne vorsichtig in die Nut packen und den dann so rausziehen. Ja, also wenn er zu weit drin ist, einfach zack, raus. So, jetzt kommt die Feder drauf. Das ist in unserem Fall eine verstärkte Feder. So, dann ist das hier der Teller. Und dann ist das so ähnlich wie ein oberer Ventilfederteller vom Zylinderkopf. Und dann müssen halt die Keile in die Nut. Einmal, ist relativ einfach bei der Pumpe, beim Golf 7 ist es schwieriger. So, sitzen drin, dann wieder runterdrücken. Und dann das Ganze einfach ein paar Mal runterdrücken. Ne? Und somit kontrolliere ich das, ob das passt oder nicht. Und das war's. Pumpe kann wieder raus. Fertig zum Einbau. Ende.